Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es meine Top 10 Drogerie-Produkte bzw. dekorative Kosmetik, Make-up. Ich dachte, ich zeige euch mal so eine Best-of sozusagen, weil ich echt sehr überzeugt bin von vielen Sachen und ich die sehr gerne mag und ich die euch sehr gerne weiterempfehlen möchte. Außerdem hat sich mein Kaufverhalten so ein bisschen verändert. Falls ihr meinen Kanal schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich früher mehr so High-End-Produkte gekauft habe, jetzt ultra gerne in der Drogerie einkaufe und ich das auch gar nicht mehr einsehe. Also nicht immer so viel zu bezahlen für Produkte. Ich will es jetzt nicht ganz ausschließen, aber größtenteils. Ich bin sehr geizig geworden, was das angeht. Und ich finde, die Drogerie hat sowas von aufgeholt. Also extrem. Also wirklich, da gibt es Produkte, die sind, die können absolut mithalten mit High-End-Produkten oder sind teilweise auch besser und vor allem für den Preis unschlagbar. Und zwar als allererstes eine Foundation. Und die gibt es ja ganz neu in der Drogerie. Und zwar von Lavera. Naturkosmetik. Ich hatte die damals zum Testen zugeschickt bekommen. Jetzt habe ich sie mir nachgekauft, weil sie platt gemacht ist. Und das ist die Nude Effect Make-up Fluid in der Farbe Ivory Light 01. Ich muss lachen, weil das ist wahrscheinlich, glaube ich, sogar die hellste Farbe. Aber sie passt trotzdem. Sie passt sich sehr gut an, weil sie nicht sehr deckend ist. Allerdings, also es ist eher so ein mittlere Deckkraft. Allerdings hat es so einen sehr schönen Glow-Effekt, ohne irgendwie Schimmer oder irgendwas darin zu haben. Aber wenn man es aufträgt, es verbindet sich gut mit der Haut und nach einer Zeit kommt so dieses Leuchten raus. Und ich mische die ganz gerne mit einer anderen Foundation, die mehr Deckkraft hat, wenn ich das mag, wenn ich das brauche sozusagen, um einfach die Deckkraft zu bekommen, aber trotzdem diese Leuchtkraft, weil das hat sie. Also sie ist sehr schön angenehm einfach zu tragen und sie sieht sehr natürlich und frisch aus und das mag ich. Als nächstes ein Highlighter. Highlighter sind so eine meiner liebsten Produkte überhaupt. Ohne Glow geht gar nichts bei mir, wie ihr wisst. Das ist ein recht neuer von Catrice. High Glow Mineral Highlighting Powder, genau. In der Farbe Light Infusion 010. So sieht er aus. Es ist sehr viel drin, was cool ist. Und ich mag den Glow. Er ist so ein bisschen eisig, seht ihr? Ich trage ihn auch heute so ein bisschen darüber. Ich mag dieses Eisige ganz gerne. Das macht es nochmal, es gibt nochmal mehr so einen Pop. Also das sticht noch mehr raus sozusagen. Und ich mag, dass der Puder sehr, sehr schön fein ist, sehr fein gemahlen und nicht so auf der Haut drauf liegt, sondern sich sehr gut in die Haut verblenden lässt. Und das finde ich eine Top-Qualität. Ein Pinsel. Ich war ja ganz am Anfang nicht so beeindruckt, muss ich sagen, von den Real Techniques Pinseln. Mittlerweile nutze ich diesen hier ultra gerne. Also eigentlich in meiner täglichen Routine ist er dabei. Das ist der Buffing Brush. Und zwar ist der für viele Sachen gut. Also man kann ihn für flüssige Foundation benutzen. Der ist sehr schön zum Einarbeiten, eben zum Buffen. Oder auch, wie ich ihn am liebsten nutze zurzeit, für Bronzer. Und zwar hier einfach, um richtig gut hier reinzukommen. Es hat eine gute Größe. Es kommt, seht ihr, es ist so nicht zu groß, nicht zu klein auch. Man kann sehr gut damit arbeiten und es lässt sich einfach sehr gut alles verblenden. Sehr schön und weich zeichnen. Dann als nächstes Mascara. Ich mag ja sehr gerne generell alle bisherigen getesteten Essence-Mascaras. Erstens mal sind sie sehr, sehr, sehr günstig. Und zweitens gibt es so für jede, also alle, die ich bisher probiert habe, sind gut. Und ich mag halt am liebsten welche, die so ein bisschen mehr Volumen schenken, weil das ist, was ich so brauche und noch suche für meine Wimpern. Ich mag sehr gerne die Oldschool Essence I Love Extreme, die liebe ich total. Dann die Multi-Action, das ist so die Oldschool-Mascara. Aber auch diese hier, die etwas neuere, ich glaube, das ist so einer der neuesten, die Lash Princess, die ist richtig cool. Ich mag hier das Bürstchen sehr, sehr gerne, das ist so ein bisschen gecurved, seht ihr. Man kommt eben sehr gut um den ganzen Wimpernkranz herum und kann gleichzeitig gut bürsten. Das baut dann nicht so viel Zeug auf, wenn ihr wisst, was ich meine. Weil manchmal wird das dann zu viel an manchen Stellen. Auch eher ein neues Produkt und zwar von Trend It Up. Water Drop Brow Liner Waterproof in der Farbe 020 nehme ich. Und zwar ist das ein Augenbrauenstift, der so herausdrehbar ist. Und auf der anderen Seite hat er eben dieses Bürstchen. Das ist perfekt, eine tolle Kombination. Die Farbe ist schön, lässt sich sehr gut auftragen, ist sehr cremig. Lässt sich dadurch eben sehr schön bürsten und nochmal verblenden. Und es hält echt gut. Also echt bei Wasser, Schweiß, Regen, ganz egal, die Augenbrauen stehen. So muss es sein. Das ist ja auch recht neu in die Drogerie gekommen. Und das sind so meine allerliebsten Wimpern ever. Und zwar die Adele Lashes.
Das sind ja für mich echt die besten Wimpern. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und man findet sie halt jetzt auch in der Drogerie, was toll ist. Das ist so mein liebstes Modell, die Demi Wispies. Und zwar gehen die, ich mag halt bei mir ganz gerne, wenn es so einen Verlauf hat und ein bisschen länger wird nach außen hin. Die sind so. Und die sind so ein bisschen ungleichmäßig, also so unregelmäßig lang. Sie sind zwar ausdrucksstark, aber nicht zu dramatisch, sondern eher schon natürlich, dass man sie auch sehr gut im Alltag tragen kann. Deswegen mag ich die so super gerne. Außerdem kleiner Tipp, wer es noch weniger dramatisch haben will, wirklich sehr, sehr natürlich, der kann die auch in drei Teile teilen und sie dann, ja, je nachdem, wie viele Stücke man möchte, vielleicht auch nur bis zur Hälfte auftragen. Das sieht auch ganz schön aus, nur so ein verlängertes Ende. Lip Liner von P2, generell muss ich sagen, allerdings hat dieser hier mich sehr, sehr überzeugt. Den habe ich auch recht neu. Das ist Perfect Color Lip Liner in der Farbe 155 Drama Actress. Der Lip Liner ist schön cremig, aber nicht so cremig, dass man ihn jedes Mal anspitzen muss. Das hasse ich nämlich total. Ich habe solche im High-End-Bereich nämlich, die man jedes Mal anspitzen muss und der dann einfach super schnell aufgebraucht ist. Ne? Auch nicht so toll. Dieser hier bleibt so in der Form, ist trotzdem cremig genug, seht ihr, dass man wirklich sehr schön auftragen kann. Er zieht nicht so an der Lippe. Trotzdem gibt er sehr schön viel Farbe ab. Also es ist genau das, was man einfach sucht bei einem Lip Liner mit einer sehr guten Qualität. Er ist sehr langanhaltend und es gibt echt eine große Farbauswahl. Ein Blush, aber ich benutze ihn als Eyeshadow und zwar von LOV. Das hatte ich auch mal zum Testen bekommen. Heartful Healthy Glow Blush, Long Lasting. Genau, so sieht die Farbe aus. Ich weiß gar nicht genau, ob es das in der Drogerie gibt. LOV habe ich bis jetzt noch nicht so gefunden. Vielleicht bei Müller, aber das zählt dann auch, oder? Aber ich nehme ihn halt sehr gerne als Lidschatten. Trage ich auch heute unten und so ein bisschen in der Lidfalte drin. Und wie ihr seht, passt es sehr schön. Also ich mag dieses, ja, so ein bisschen Bronze, rötliche Akzente, Pink oder Orange auf den Augen. Und das hat das eben. Sehr schön pigmentiert, super, super schön. Und nicht bröckelig, ist sehr schön cremig beim Auftrag, was ich mag. Lässt sich sehr gut blenden. Und hält auch sehr gut. Also es ist wirklich eine ganz tolle Qualität. Und wenn man das eben als Lidschatten benutzt, dann hat man sehr viel davon. So, die letzten zwei Produkte sind Lippenprodukte. Und zwar einmal von Catrice. Generell mag ich diese Lippenstifte ganz gerne, diese Ultimate Color. Dieser hier ist jetzt neu, Hot and Spicy heißt die Farbe. Das ist eben passend zu diesem Lip Liner, habe ich mir auch zusammen gekauft. Ich mag die ganz gerne, weil die sehr schön cremig sind. Seht ihr, man kann es sehr schön auftragen. Es gleitet so schön, ist sehr dünn und das Tragegefühl ist angenehm, eben weil es so dünn ist. Ich mag nur den Duft nicht. Ich finde, da hätten sie irgendwas Besseres noch auswählen können. Ich mag das nicht so gern, dieses fruchtig-süße. Ich mag mehr so vanillig für die Lippen. Oder eben am besten gar keinen Geruch, ne? Naja, aber das ist das Einzige. Ansonsten mag ich die ganz gern. Dieser hier ist jetzt stellvertretend, aber besonders diese Farbe ist auch toll. Als letztes von Essence dieser XXXL Long Lasting Lip Gloss mit dem Matt-Effekt. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Ich hoffe sehr, dass alles, was ich euch gezeigt habe, jetzt, dass es das noch gibt und keine LE oder sowas war. Weil ich habe meistens das Pech, aber egal. Das ist die Farbe Soft Nude und kommt in so einer Lipgloss-Form. Ist allerdings ein Lippenstift, den man sehr gut auftragen kann. Es gibt auch ganz viele Farben zur Auswahl. Ich mag diesen hier ganz besonders. Ja, und diese ganzen matten Liquid Lipsticks, die jetzt so angesagt waren, auch im High-End-Bereich. So in diese Richtung gehend, ist aber nicht austrocknend, ist auch sehr schön dünn auf den Lippen, sehr angenehm zu tragen und hält auch ganz gut. Das ist so mein Best-of-Drogerie, Kosmetik bzw. Make-up. Wenn ihr Bock auf eine High-End-Version noch habt, ich weiß nicht, ob ich so viel zusammenkriege, vielleicht mache ich auch nur Top 5 oder so, schreibt es mir gerne in die Kommentare oder gebt dem Video einen Daumen nach oben, wenn ihr nichts schreiben wollt. Oder liked bei den anderen, wenn die was geschrieben haben. Genau, das könnt ihr auch mal ganz gerne machen, wenn ihr euch nicht traut oder was auch immer. Dann liked die Kommentare, denen ihr zustimmt. Und dann sehe ich, ja, wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich das auch sehr gerne. Wenn nicht, dann auch egal, dann haben wir das hier gehabt. Ich hoffe, euch hat dieses Video Spaß gemacht. Folgt mir sehr gerne auf Social Media. Hier sind meine ganzen Kontaktdaten. Und wir sehen uns dann sehr gerne im nächsten Video wieder. Vielen Dank. Bis dann. Tschüss.